So, da bin ich wieder. Weiter geht's mit den Blu-rays. Auch ein schöner großer Stapel. Ja, vieles bei Rebuy mitbestellt. Blu-rays um die 2,99, 2, 3,39 und so. Also da konnte ich mich nicht zurückhalten. Ein paar Angebote, die hier auch bei Amazon jetzt über die in der Vorweihnachtszeit, in dem Adventskalender und so weiter drin waren. Da waren ja einige Sachen auch mal runtergesetzt. Und ein paar Sachen, die ich noch vor einigen Monaten schon vorbestellt hatte, die sind jetzt endlich erschienen. Da wurden auch ein paar Sachen verschoben. Und so weiter. Ja, ich mache auch gleich weiter. Und zwar der erste Film, den ich hier auf Blu-ray habe, ist Crank 2 High Voltage in der Uncut-Version. Ich glaube, den habe ich bei Cyber Pirates mitbestellt. Da der Film ja eine Spio-JK hat, wird es den bei Rebuy nicht geben. Und deswegen dort mitbestellt. Crank 2 hat mir nicht so gut gefallen wie der erste Teil. Ich fand es dann auch zum Schluss ein bisschen sehr übertrieben, wo er dann brennend durch die Gegend gelaufen ist. Aber was soll's, ist ein Film, muss man drüber hinwegsehen. Manche Sachen sind halt echt übertrieben und machen trotzdem Spaß. Von daher fand ich auch den Film im Großen und Ganzen sehr gut. Und Jason Statham ist einfach ein cooler Schauspieler, der immer wieder geile Actionfilme macht und den sehe ich sehr gerne. Dann ein Klassiker aus den 70er Jahren, ein Thriller, ein Untersee-Thriller, würde ich sagen. Ja, da geht es um, ich glaube, um eine Schatzsuche im Meer. Und zwar Die Tiefe mit Nick Nolte und Jacqueline Bisset und Robert Shaw, den man ja aus Der Weiße Hai kennt oder aus James Bond Liebesgrüße aus Moskau. Ja, hier bin ich froh, dass auch kein FSK-Logo drauf war. Gibt es ja auch schon mit FSK-Flatschen. Film habe ich auch noch nicht ganz gesehen, habe auch noch mal reingeschaut, habe ich jetzt auch blind mitbestellt, mal so nebenbei laufen lassen und hat mir auch doch recht gut gefallen und werde ich mir demnächst dann noch mal anschauen. Momentan ist es einfach so viel, was ich gucken muss. Dann habe ich mir noch bestellt bei, ich glaube bei Amazon, nee, bei Rebuy war es, das Double Feature El Mariachi und Desperado. Die DVD-Box, die hatte ich in diesem Digipack, die Maxi Collection. Habe ich für 20 Euro verkauft und habe mir dann die Blu-rays von den drei Filmen mitbestellt. Dann noch irgendwann in Mexiko. Habe jetzt für die drei Blu-rays, glaube ich, 13 Euro bezahlt. Für die zwei Blu-rays, also hier ist der, sind beide Filme auf einer Blu-ray, 13 Euro bezahlt. Da kann man auch nichts gegen sagen. Und ja, hier wunderschönes Cover. Das Cover gefällt mir nicht ganz so gut, aber auf der Maxi Collection war das Cover jetzt auch nicht berauschend. Ja, natürlich geile Filme von Robert Rodriguez mit verdammt vielen geilen Schauspielern. Johnny Depp, Salma Hayek, Antonio Banderas. Mickey Rourke spielt in einem Teil mit. Danny Trejo spielt natürlich mit. Cheech Marin, Enrique Iglesias. Wen haben wir hier noch? Willem Dafoe. Und. Also wirklich viele Schauspieler, die ja Robert Rodriguez und auch Tarantino immer wieder um sich scharen. Finde ich immer wieder geil. Dann habe ich einen verdammt geilen Actionfilm noch mitbestellt. Da habe ich jetzt auch, glaube ich, 5 Euro noch was für bezahlt. Kann man natürlich bei der Blu-ray auch nicht meckern. Und zwar Ghetto Gangs, die Hölle vor Paris. Einer der coolsten Actionfilme der letzten Jahre. Rasant ohne Ende. Macht richtig viel Spaß. Produziert von Luc Besson. Mit richtig coolen Schauspielern, die ihre Sache richtig gut machen. Und ja, gerade aus dem französischen Bereich kommen ja sehr viele geile Actionfilme wie die Taxifilme, Ghetto Gangs und da gibt es noch einige andere, Leon der Profi und so weiter, also richtig geil. Und die Franzosen, die können es auf jeden Fall. Dann habe ich mir noch, da habe ich auch ein Upgrade von DVD auf Blu-ray gemacht. Ich hatte erst das Steelbook, Steelbook hat mir allerdings nicht gefallen, weil das Cover irgendwie nicht so schön war und deswegen habe ich das Steelbook verkauft. Und habe mir das Ganze im Keepcase wieder geholt. Und zwar Goodfellas, Martin Scorseses Meisterwerk mit Robert De Niro, Ray Liotta und Joe Pesci. Einer der geilsten Mafia-Filme, der je gedreht wurde. Natürlich neben dem Paten und Casino. Dann habe ich mir noch die Filme von Rob Zombie zugelegt, die ja auch nur in Österreich und der Schweiz in der Uncut-Version vorliegen, zumindest der erste Film Haus der 1000 Leichen. Ja, gab es jetzt nur in dieser Rob Zombie-Box Uncut, hat auch ein Wendecover mit einem alternativen Covermotiv.
Der dritte Film, El Superbisto, dieser Zeichentrickfilm, hat mir überhaupt nicht gefallen. Den habe ich direkt wieder aussortiert. Der wird verkauft. Aber Haus der Tausend Leichen ist schon wirklich ein geiler Film und auch ein ziemlich harter Film. Sehr abgedreht, Rob Zombie-Style halt. Und dann auch der, ja, quasi zweite Teil, der sich ein bisschen vom Horrorgenre wegbewegt und so ein bisschen ins Terrorkino übergeht. So ein bisschen mit Thriller-Elementen und Gangster-Elementen drin. The Devil's Rejects hier auch in der 2-Disc Uncut Edition. Im Director's Cut hier spielt auch Danny Trejo wieder eine kleine Rolle. Dann sehen wir hier Michael Berryman, der hier eine kleine Rolle spielt aus The Hills Have Eyes. Natürlich wieder Sid Haig, den man ja aus Blaxploitation-Filmen der 70er Jahre kennt, der bei Rob Zombie auch immer einen ausgeht. Also ist auch ein ziemlich harter Film, der einem schon teilweise an die Substanz geht, aber auch ein wirklich geiler Film. Rob Zombie hat es schon drauf. Ja, definitiv. Dann habe ich mir einen Thriller mitbestellt, wo ich auch jetzt das Steelbook auf DVD verkauft habe und habe mir jetzt die Blu-ray für 2,99 glaube ich auch zugelegt, und zwar Horseman. Leider mit festen Flatschen, allerdings hatte das Steelbook auch einen festen Flatschen aufgedruckt und von daher, was soll's, muss man sich irgendwann mit abfinden, dass es leider nicht immer ein Wendecover gibt. Film hat mir sehr gut gefallen, vielen hat er nicht gefallen, ich weiß nicht warum, also ich fand ihn wirklich sehr spannend und gut umgesetzt. Dennis Quaid auch sehr gut hier. Naja, dann habe ich mir noch einen Öko-Horror-Thriller mitbestellt, den ich bisher noch nicht gesehen habe, auch das Original nicht. Also das hier ist ein Remake, das Original werde ich mir demnächst auch nochmal besorgen, weil der Film mir sehr gut gefallen hat. Der Film baut langsam so eine Atmosphäre auf, in die man sich auch gut hineinversetzen kann. Sehr schöne Landschaftsaufnahmen, sehr schöne Bilder. Ja, eher so eine hintergründige Gruselatmosphäre. Man kann sich das gut vorstellen, wie sich die beiden Schauspieler hier fühlen. Und ja, doch, auch mit ein paar Szenen, wo man dann denkt, oh, hätte man jetzt nicht mitgerechnet. Und zwar ist das Long Weekend mit Jim Caviezel und einer Frau, die ich nicht kenne, Claudia Karwan, die bei Star Wars Episode 3 und Daybreakers mitgespielt hat. Die Frau habe ich ja vorher noch nie wahrgenommen. Jim Caviezel spielt die Rolle hier sehr gut, sehe ihn auch ganz gerne. Und ja, so eine, wie gesagt, Öko-Thriller, wo Menschen so in die Natur eindringen und man sieht auch immer wieder, dass die Natur nicht respektiert wird, Müll wird irgendwo in die Ecke geschmissen, irgendwelche Tiere werden erschossen und so weiter. Und die Natur, die rächt sich dann dafür, aber nicht so, dass jetzt irgendwas direkt von der Natur ausgeht, sondern alles so unterschwellig und sehr gut dargestellt. Sehr düstere Musik und also macht richtig Spaß dafür. Dann habe ich mir noch zwei wirkliche Horror-Klassiker, oder was heißt Klassiker, so alt sind die Filme noch nicht, aber wirklich sehr geile Filme mitbestellt, und zwar The Descent, Abgrund des Grauens und The Descent 2. Gab es auch in so einem Schuber, der Schuber hat mir nicht gefallen, Schuber ist direkt rausgewandert. Und die zwei Filme in die schwarzen Höhlen und kommen dann so in die Sammlung. Ja, also Descent 1 ist wirklich ein absolut grandioser Film, der eine verdammt geile, düstere Atmosphäre hat. Und man kann da richtig mitfiebern mit den Mädels. Auch die Entwicklung, die die Frauen durchmachen in dieser Situation. Vor allem die Hauptdarstellerin, die ja im zweiten Teil dann auch wieder in die Situation kommen wird, hat mir sehr gut gefallen. Und ich finde beide Filme einfach klasse. Das macht richtig Spaß hier. Auch sehr dunkle Cover, kann man leider nicht so gut erkennen. Dann habe ich noch ein Remake mitbestellt aus der Schweiz oder Österreich. Ne, ich glaube, es ist aus der Schweiz. Ja, The Last House on the Left, das Remake, was mir stellenweise besser gefallen als Original, aber nur stellenweise. Also, was mir beim Original nicht gefallen hat, waren zum Beispiel die dummen Polizisten, die immer wieder gezeigt werden, die einfach nur dämlich agieren, die so ein bisschen man hätte die eigentlich auch rausschneiden können, weil die so ein bisschen diese ganze Atmosphäre des Films zerstören. Und in dem Film im Remake, was wirklich gut umgesetzt ist, ist natürlich durchgehend diese Atmosphäre zu spüren. Und ja, mir hat der Film sehr gut gefallen. Auch Wes Craven hat hier produziert. Und ich glaube, Sean S. Cunningham, genau, Sean S. Cunningham und Wes Craven haben hier gemeinsam produziert. Genau, ja, auf jeden Fall ein geiler Film.
So, jetzt kommen wir mal zu den Special Editions, Sonderauflagen etc. So ein paar Sachen, die ich da bestellt habe, vorbestellt habe. Zum einen ist das Stuart Gordons Meisterwerk, also ich finde, es ist ein kleines, absolutes Meisterwerk, produziert von Brian Usner, und zwar Dolls. Ein wirklich geiler Puppenhorrorfilm in dieser neuen Koch-Media-Reihe Koch kaputt, die Nummer 1. Koch kaputt, ja. Ich wusste es vorher auch nicht, steht hier drauf, Koch kaputt Nummer 1. Den Film hatte ich mir vor kurzem, also noch gar nicht so lange her, hatte ich den Film hier über YouTube von einem User gekauft und habe den das erste Mal auch gesehen und war wirklich begeistert von diesem Film. Ich mag gerne so Horrorfilme mit Puppen und so, also wenn das auch gut umgesetzt ist. Und hier fand ich es wirklich sehr gut umgesetzt. Auch hier das Cover gefällt mir sehr gut. Das ist so ein Okard-Schuber, den man so überstülpt. Also kein richtiger Pappschuber. Ja, geiler Film. Freue mich sehr, dass ich ihn jetzt habe. Und natürlich auf Blu-ray. Dann auch aus dieser Reihe. Und zwar Koch kaputt Nummer 3. Endlich auch in meiner Sammlung Dario Argentos dritter Teil der Mutter-Trilogie Mother of Tears, den ich auch vor 2 Jahren, glaube ich, das erste Mal gesehen habe. Und mir hat der Film sehr gut gefallen. Wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ich fand den einfach richtig klasse. Auch hier haben wir so einen Okard-Schuber drüber. Mit diesem Covermotiv hier. Da gab es ja bisher nur diese große Hardbox, glaube ich. Die ich mir nicht unbedingt zulegen wollte. Und jetzt auf Blu-ray hier von Koch Media. Ja, Koch Media hat sich wirklich zu einem sehr, sehr guten Label entwickelt. Wirklich klasse, was die rausbringen. Auch die in der nächsten Zeit sind schon einige sehr geile Sachen angekündigt, auf die ich mich schon sehr freue. Und auch hier sehr, sehr geil. Ja, dann hatte ich lange gehadert, ob ich mir Police Academy auf Blu-ray zulegen soll. Die Box hatte mir von der Optik her nicht so gut gefallen. Anfangs kostete die Box ja 75 Euro. Da habe ich gedacht, nee, 75 Euro werde ich dafür niemals hinblättern. Und habe gedacht, da wartest du auf jeden Fall mal. Die Police Academy Filme habe ich mittlerweile auch auf DVD verkauft. Dann ging der Preis ja runter auf 60 Euro. Das war mir natürlich auch noch zu viel. Und jetzt im Adventskalender war es, glaube ich, drin. Bei Amazon ging das Ganze auf 40,39,97 Euro. Und da habe ich gedacht, für 7 Blu-rays 39,97 kann man mal ausgeben dafür, und habe mir dann Police Academy mitbestellt. Ja, das Cover ist gewöhnungsbedürftig. Es ist jetzt nicht so schlecht, also man kann sich auf jeden Fall damit abfinden. Aber der blaue Streifen da oben, der stört natürlich wieder. Tja, bei Blu-rays immer dieser blaue Streifen, macht für mich immer so ein bisschen die ganzen Schuber kaputt. Finde ich eigentlich echt schade. Da hätte man wirklich irgendwas drum machen können, dass man dann wirklich einen durchgehend gelben Schuber hätte oder so. Aber Police Academy ist natürlich absolut genial. Ich liebe die Police Academy Filme. Somit die besten Komödien überhaupt der 80er und machen einfach Spaß. Bis vielleicht auf den 7. Teil, der wirklich sehr schwach ist. Aber das liegt auch daran, dass viele Darsteller dann nicht mehr dabei waren und die Geschichte vielleicht auch durch war. Aber die Filme an sich, die ersten 6, fand ich einfach klasse. So, dann hatte ich noch 2 Western vorbestellt von Explosive Media in dieser Classic Western Reihe, die rausgebracht haben. Leider halten die sich nicht an die Optik. Da kamen jetzt mehrere Filme raus, und dann gab es den im Mediabook. Dann gab es einen in so einem kleinen Pappschuber mit Blu-ray Keep Case drin. Jetzt haben sie sich umentschieden, haben die Filme in einem großen Digipack rausgebracht. Leider bleiben sie sich da nicht in einer Linie treu, was natürlich im Regal schöner aussehen würde. Aber ich bin einfach froh, dass ich die Filme jetzt in der Version habe, und freue mich natürlich. Einmal ist das der Film Sabata, und hier muss ich leider gestehen, dass ich diesen Film, diesen Western, noch nie gesehen habe. Ich kenne natürlich einige Szenen aus dem Film, die ich mal in Dokumentationen oder in Trailern gesehen habe. Vor allem die bekannte Szene, wo, ich glaube, das war in diesem Film, wo Lee Van Cleef, es war gar nicht in dem Film. Ah, egal, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich will hier jetzt auch nicht sagen, was in der Fall ist. Auf jeden Fall, was hier so ein bisschen Pate gestanden hat für, ich glaube, Desperado, war hier eine Szene, wo jemand mit einer Gitarre schießt, also eine Waffe in der Gitarre drin ist. Und das ist auch hier vorne drauf zu sehen, wenn man es erkennen kann, hier dieser Kerl. Und
bin schon sehr gespannt auf den Film. Die Veröffentlichung ist trotzdem sehr geil gelungen und FSK-Flatschen ist auch nur aufgeklebt. Bin mal gespannt auf den Film. Und ebenso einer meiner absoluten Lieblingswestern. Ich finde ja Western recht gut, es gibt aber auch viele Filme, die mir jetzt nicht unbedingt zusagen. Aber das hier ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingswestern und zwar von Mann zu Mann oder auch Death Rides a Horse. Ich glaube, da gab es sogar noch einen Titel, den der Film hatte. Die Rechnung wird mit Blei bezahlt. Hatte ich bisher auch auf DVD, jetzt hier auf Blu-ray und DVD. Auch mit Lee Van Cleef und ein wirklich absolut genialer Western, wo auch Tarantino sich für Kill Bill einige Sachen abgeguckt hat und hat das auch wirklich gut umgesetzt. Also eine Hommage gesetzt, kein wirkliches Abgucken. Geiler Film. Dann habe ich mir eine Serie diesmal auf Blu-ray noch zugelegt, weil die jetzt auch im Angebot war. Die kostete regulär, glaube ich, 75, war jetzt auf 36 Euro reduziert. Auch von Koch Media veröffentlicht und zwar eine meiner Lieblingsserien aus meiner Kindheit. Ich habe die Serie einfach geliebt und habe die damals schon auf DVD gehabt. Ich habe die eine DVD-Box damals mit den einzelnen Keepcases, dann habe ich das Digipack auf DVD gehabt und jetzt die Blu-ray-Version. Und zwar geht es um die zwei mit Tony Curtis und Roger Moore. Eine absolut geile Serie, die richtig Spaß macht, was wahrscheinlich auch eher an der Synchro liegt, weil hier Thomas Dannenberg ja spricht und das Ganze auch synchrontechnisch umgesetzt wurde. Von, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen vom Team, was auch die Bud Spencer Filme und Adriano Celentano Filme synchronisiert hat und was den Film wahrscheinlich auch immer den Boom in Deutschland gegeben hat. Ich muss ein bisschen schneller machen. Jetzt habe ich noch ein paar Mediabooks und zwar einmal Das grüne Blut der Dämonen, gerade von Anulis erschienen, aus dieser Hammer-Reihe. Da werden jetzt einige Filme erscheinen und bin auch sehr froh, dass ich den Film jetzt in der Sammlung habe. Freue mich sehr und habe den allerdings noch nicht gesehen. Dann habe ich mir noch mitbestellt das Mediabook von Wrong Turn. Auch das hier ein sehr geiles Mediabook. Ich liebe diesen Film. Auch auf Blu-ray und DVD. Sehr, sehr geil. Einer der besten Slasher der letzten Jahre. Dann habe ich noch mitbestellt, gab es jetzt kurzzeitig auch im Angebot bei Amazon für, ich glaube, 18,97. Kostete ja vorher 30 Euro, da wollte ich es mir auf keinen Fall bestellen. Und zwar Only God Forgives mit Ryan Gosling von Nicolas Winding Refn. Ein sehr stiller Film, aber auch ein sehr geiler Film, wo man wirklich viel nachdenken muss und auch mal ein bisschen den Grips anstellen. Dann hatte ich noch drei Steelbooks bestellt bei Zavi.com. Bin auch sehr froh, dass da deutscher Ton drauf ist. Und zwar ist es einmal das Gremlin Steelbook. Sehr, sehr geil mit geprägtem Schriftzug. Finde ich total sehr, sehr geil gelungen. Auch hier hinten drauf dann nochmal dieses Motiv hier. Sehr, sehr geil. Auch gar nicht so teuer und keine Versandkosten. Also schaut bei Zavi.com mal rein. Da kann ich wirklich nur sagen, die haben echt ein paar geile Sachen dabei. Und vor allen Dingen auch mit deutschem Ton gibt es einige Blu-rays. Und dann noch zwei Klassiker mit Humphrey Bogart. Und zwar einmal The Treasure of the Sierra Madre. Ich glaube, Entscheidung in der Sierra. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das der deutsche Titel war. Es gab ja zwei mit der Sierra. Und einmal The Maltese Falcon oder auch der Malteser Falcon. Mit sehr, sehr geilen Covermotiven. Ja, einfach nur sehr, sehr geil gemacht. Geile Klassiker. So Gangster-Abenteuerfilme. Und ja, mit deutschem Ton. Und da kann man auch nichts falsch machen. Schaut auf jeden Fall mal rein. Da gibt es, glaube ich, noch iRobot mit deutschem Ton. Thor haben sie auch mit deutschem Ton. So ein paar Klassiker aus den 30er, 40er Jahren, Horrorfilme gibt es auch noch mit deutschem Ton, da kann man ruhig mal zuschlagen, habe da auch noch was bestellt. Bin mal gespannt, wann das kommt, ich denke mal so vor Silvester. Ja, das war mein Update, mein Akku ist gleich leer, falls ich jetzt vorher schon weg sein sollte, wünsche ich euch eine wunderschöne Weihnachtszeit, besinnliche Tage mit der Familie. Wir sehen uns aber vor Silvester noch, nächste Woche Montag mache ich mein Update. Ich denke mal, dass ich ein paar Sachen, ein paar Filmchen auch zu Weihnachten bekomme, die ich euch dann noch vorstellen kann. Und ich habe bei Rebuy noch zweimal bestellt. Ob das noch vor Silvester kommen wird, weiß ich natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie da jetzt momentan gearbeitet wird, ob die zu haben, frei haben, unterbesetzt sind. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Wie gesagt, schöne Weihnachtstage, eine besinnliche Zeit. Lasst es euch gut gehen, lasst euch schön beschenken. Denkt aber auch an die wichtigsten Dinge, und zwar Familie, Gesundheit und in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute bis nächste Woche zu meinem neuen Montagsupdate. Ciao, macht's gut.